Ja, wir sind hier in der Gemeinde Tiefgraben am Irsee, im wunderschönen Monseeland. Und wir sind da direkt vor unserem neu errichteten Stall. Den, was wir jetzt seit voriges Jahr im Oktober geplant und gebaut haben dann. Ja, wir betreiben da einen Milchviehbetrieb mit eigener Nachzucht. Und wir haben mehrere Standbeine, auch mit Urlaub am Bauernhof und die Außenstation. Also, wie wir angefangen haben, war uns eben wichtig, dass wir auf das Tierwohl und die freie Bewegung von den Kühen geachtet haben. Und auch von der Arbeitswirtschaftlichkeit her, dass wir da eben Einsparungen gegenüber zum Anbindestall haben. Das war uns auch noch wichtig, weil wir doch in der Saison sehr viel Arbeitszeit aufbringen, auch für Gästebetreuung. Und da sollte es nicht zu viel Aufwand sein, unser Milchviehbetrieb. Bei uns war die Schwierigkeit von dem Projekt, weil wir da so in der Hanglage sind. Wir haben vom unteren Stalleck bis zum oberen haben wir 4 Meter Höhenunterschied. Und das war eine gewaltige Erdbewegung, wie man sich vorstellen kann. Unser Betrieb ist auf die Weidehaltung ausgerichtet. Ja, wir haben 24 Hektar Grünland zum Bewirtschaften, dreischnittig. Wir fahren nicht so intensiv. Und dass wir halt 6000 Kilo Leistung von unserer Kühe, da sind wir zufrieden auszubringen. Wir haben einen Doppel-Dreier Fischgerätenmilchstand mit automatischer Abnahme. Und wir haben das als Subway gebaut, nennen sie das, von der Firma GEA. Das ist ganz was Seltenes oder fast einzigartig. Da ist die ganze Technik im Keller versteckt, unterhalb vom Milchstand. Das heißt, man könnte den theoretisch fluten, weil da ist keine Elektronik, nichts, was nass werden kann, ist alles versteckt. Also wir haben da auf Gülle, also auf Spalten haben wir das aufgebaut, das System. Und das rinnt in so ein Slalom-System. Das wird zwangsmäßig mit einem Rührwerk gemischt. Das schalte ich zweimal am Tag auf Intervall ein. Dann ist das immer homogene Gülle, die kann ich jederzeit ausbringen. Und der Jungvieh- und Trockenstellbereich ist auf Tiefstreu aufgebaut. Das misst ich mit dem Hoftrack aus. Wir haben eine Heubelüftung gebaut mit 2 Boxensystemen und von der Firma Steidl Johann. Der hat uns das auch, die Boxen geplant so. Der Entfeuchter ist von der Firma Zemp, das ist ein Schweizer Fabrikat, hat 9,5 kW. Ja, so 8 bis 10 Hektar können wir täglich einbringen. Und befüllen tun wir es mit dem Auer Heilkran. Mit dem kann man direkt über den Futtertisch fahren ins Heilager und legt das Futter direkt vor die Kühe hin damit. Das ist dann relativ einfach zum Füttern.